Naja, werden wir wieder nass. Sind auf unserer heutigen Tour 373 Kilometer mit einer Fahrzeit von 5 bis 7,5 Stunden ungefähr. Also das ist die reine Fahrzeit, natürlich kommen entsprechende Pausen hinzu. So dass wir schätzungsweise zwischen 18 und 19 Uhr sicherlich in der Nähe von Magistadt ankommen, in Sürtorp oder so ähnlich. Jetzt haben wir doch beschlossen, die Ringklamotten anzuziehen gerade, weil es jetzt doch ordentlich angefangen hat zu regnen. Ich denke auch, das war die richtige Entscheidung. Natürlich hatten wir gehofft, trocken loszukommen. Leider hat das nicht geklappt. So ganz irgendwie. Naja, machen wir das Beste draus und fahren nochmal weiter. Wir haben so ein paar Kilometer vor uns. Schilder sind auch geil hier, Achtung Wildschweine. Also du wirst hier explizit vor irgendwelchen Tieren gewarnt, welche dir vermehrt die Fahrbahn freut. Ja, eigentlich wollte ich hier den Fotostop einlegen. Aber irgendwie ist mir das nicht vergönnt bei dem Wetter. Oh!
Tür haben sie schon untergestellt. Also Sonnenbrandgefahr ist heute ganz minimal. Was läuft nicht mehr raus, ey, ist eine Scheiße, ey. So, eine scheiß Tankstelle jetzt hier mal geben. Tankstelle nach links. Tank fahren wir jetzt weiter. Wir haben jetzt einiges an Zeit verloren, da ein Motorrad jetzt etwas ausgestiegen war und auf die Pannhöfe ist natürlich kein Verlass gewesen. Dafür ist das Wetter jetzt wieder trocken, wer sagt's denn? Das ist der absolute Bringer jetzt. Hoffen wir, dass jetzt die neue Regengebiet aufzieht. Und wir jetzt erstmal hier ein paar Kilometer schrubben können heute noch. Weil das Ziel ist jetzt doch 250 Kilometer circa entfernt. Das heißt, wir werden mindestens zwei Pausen machen. Mittlerweile sind aber meine Füße dafür getroffen. Nicht so halbwegs. Es fühlt sich trocken an. Ja, ich bezweifle, dass sie ganz trocken sind. Oder sie sind schon abgestorben. Das kann natürlich gut sein. Bleib bloß trocken, sag ich dir, ey.
Aussicht, Alter. Alter Scania Hauber. Wow. Wieder so eine Automatentankstelle, ey. Tja, was macht denn du, Regen?
immer wieder nass. Hat er gesagt, Hausnummer 6. Wanderheim und Pumpen, da war es. Was war's? Da war es, Wanderheim und Pumpen. Da? Ja. Na dann drehen wir. Ach da!